Also die Engagementbörse ist eigentlich nichts anderes oder nichts Ähnliches wie jetzt auch hier der Weihnachtsmarkt, auf dem Sie mich hier anfinden. Es geht darum, dass Vereine ihre Projekte vorstellen und zeigen, was sie alles auf dem Kasten haben, wie vielfältig ihre Arbeit ist. Und sie hoffen natürlich dabei, und das ist natürlich Engagementbörse, dass da trifft es dann den Nagel auf den Kopf, sie versuchen, Leute zu gewinnen, die bei ihnen mitmachen. Und sie finden es, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen ungewöhnlich, auf diese Art und Weise eine Börse zu machen, weil man ja sonst nicht zusammenfindet, man nicht zusammenkommt, und das wollte man in dieser Börse eigentlich alles miteinander verbinden. Das heißt, wer sich dafür interessiert, ist nicht unbedingt gerade daran interessiert, Mitglied zu werden. Und man will an dieser Börse zeigen, wie unkompliziert man einsteigen kann. Das heißt, die Projekte werden nicht nur vorgestellt, um den einen oder anderen neugierig zu machen, sondern es werden auch richtig konkrete Arbeitsprofile gezeigt, in denen man sieht, ach so, da braucht man eigentlich mich nur, um mal Flyer auszutragen oder Plakate aufzuhängen. Mehr wollen die vielleicht gar nicht von mir. Und ich kann also gucken, welches Zeitbudget habe ich und inwiefern kann das, was dort angeboten wird, mit dem, was ich auch besonders speziell und interessant finde, verbunden werden. Also das heißt, es ist schon relativ vielfältig, die Projekte selber kennenzulernen, aber auch das, was jetzt unbedingt gebraucht wird. Und dann kann man, manche Projekte gehen nur 2 Monate im Sommer nächsten Jahres, dann kann man schon sagen, oh ja, im Sommer nächsten Jahres, da habe ich auch Zeit, da will ich also zustoßen. Der zweite Aspekt betrifft die Akteure selber. Die Vereine haben nämlich so viel um die Ohren mit ihren täglichen Projektabläufen und der Organisation ihrer ganzen Veranstaltungen und all diesen Dingen, dass sie oftmals keine Zeit finden, mal miteinander Kontakt aufzunehmen. Wer macht eigentlich was? Wo kann man was zusammen machen? Denn wir haben in der Zwischenzeit wirklich festgestellt, zusammen kriegt man viel mehr auf die Beine gestellt als alleine. Das betrifft die Ressourcen der Leute, aber auch des Geldes. Also zusammentun, da kann man also wirklich Berge versetzen. Und um die Leute jetzt einfach mal alle auf einen, die sehr aktiv sind, oder zusammenzubekommen, deswegen haben wir also auch diese Börse gemacht. Deswegen war der zweite Tag nämlich der Vernetzungstag und der Tag, an dem man sich austauschen konnte und ein bisschen besser kennenlernen. Alle kennen die Namen, aber keiner weiß, wer steckt eigentlich so ganz genau dahinter. Und vielleicht ist das doch so sympathisch, dass wir uns dann gleich zusammentun. Ja, und der dritte Tag, wie gesagt, das war jetzt der mit den ganzen Aktiven. Ja, was hat jetzt der Ideenfluss damit zu tun? Der Ideenfluss, wie der Name schon sagt, entwickelt eigentlich Konzepte. Und die müssen natürlich auch umgesetzt werden. Und viele haben wir am Anfang einfach selbst gemacht, bis wir dann so viel Erfahrung gesammelt hatten, dass wir die anderen zur Verfügung gestellt haben. Und inzwischen hat sich das in einigen Projekten herausgestellt, dass wir doch vielleicht unsere Stärke in den Netzwerken haben, wie man das so heute so gerne ausdrückt. Und wir versuchen, möglichst viele Leute zusammenzubringen, um gemeinsam einen Strang zu ziehen. Und da ist diese Engagementbörse ein Bereich, der jetzt spartenübergreifend geht. Wir haben das vorher im Bereich Kultur und Jugend gemacht und jetzt ist es ein bisschen was Spartenübergreifendes. Unsere Idee war das allerdings nicht. Das muss ich gestehen. Das Senior-Kompetenzteam um Peter Marakanow herum hatte die Idee, so eine Freiwilligenbörse zu machen. Und wir sind einfach als Träger dazugestoßen und haben mit dem Senior-Kompetenzteam das ganze Ding auf die Beine gestellt, mit noch weiteren Vereinen wie der Förderverein Kulturstadt, Akademie Modus Vivendi und natürlich die Aktiven selber, die, wenn keiner kommt, dann können wir Netzwerk spielen, wie verrückt ist, funktioniert natürlich nicht. Also Ideenfluss hat im Bahnhof so sein Lager aufgeschlagen seit einigen Jahren und wir wollen es eben immer weiter ausbauen, diesen Bahnhof, um ihn als Kontakt- und Netzwerkpunkt, wie im Sinne eines Bahnhofs, einen Austausch von Ideen, von Informationen, von Projekten voranzutreiben. Das ist der Ideenfluss e.V.